Hallo liebe Freunde vom Hausboot Profi Frank. Ich besuche heute Bumbo und zwar das Modell Bumbo 1060. Und damit ihr einen Eindruck bekommt, wie so ein Bumbo 1060 ausschaut, gehen wir schnell einmal rundum. Ich habe mich mal hier gemütlich ans Heck gesetzt, um einfach mal einen Blick hier über den Zernsee zu genießen. Wir beginnen jetzt am Heck. 15 PS Außenborder. Und wo wir gerade gesessen haben, das ist die Kiste, in der dann der Treibstoff steht, und neben diesen roten Tank kann man dann noch die Reservekanister packen. Dann hat man da auf jeden Fall genug, auch für ein paar Tage Fahrt. So ein Bumbo ist ja wirklich übersichtlich, ist ja im Sinne eines Ferienhauses konzipiert. Breites Gangbord. Und schon sind wir auf der Terrasse, 10,70 Meter knapp, sind ja auch leicht zu überbrücken. Schauen wir hier mal in die Bugskisten rein. Ja. Feuerholz und ein Ascheeimer. Und was haben wir hier? Ein Pömpel. Zweite Bugskiste, Gasversorgung, Leinen und Stromkabel und ein zusätzlicher Anker. Hier oberhalb sehen wir nochmal die Werte. 10,69 Meter, 4,34 Meter in der Breite und 45 cm Tiefgang. Das ist dann wahrhaftig für die Seenplatte wirklich ganz praktisch, denn wir haben eigentlich kaum das Risiko, irgendwo auf Grund zu laufen. Hier hinter mir seht ihr jetzt den Steuerstand. Zusätzlicher Fender. Steuerstand mit USB-Steckdose. Mit Gashebel, Zündschloss und seht ihr es hier, ja, und Steuerrad. Und wenn wir dann ein Schallsignal geben müssen, ja, dann zeige ich euch später, wie das geht. Jetzt erstmal hier vom Steuerstand aus der Blick nach vorn. So ist das Panorama dann bei Fahrt. Da sehen wir an der einen Seite hier den Rückspiegel, über den wir das Boot im Blick haben können. Und auf der anderen Seite sehen wir dann den zweiten Rückspiegel. Und zusätzlich haben wir noch oben einen Monitor. Und über diesen Monitor sehen wir dann die Rückfahrkamera. Schauen wir uns weiter um. Ich gehe mal wieder nach unten. So. Hier an Backbord dann die Ankerpfähle. Wer schon mal mit Bumbo zu tun hatte, kennt ja diese Spezialität. Wir ankern nicht mit dem Anker, sondern mit einem Pfahl. Und wir haben hier an der Terrasse einen
Und hinten am Heck, sieht man vielleicht da hinten, ist dann noch einer. Und über diese beiden Pfähle können wir unser Bumbo im Grund arretieren und auch nach der Sonne ausrichten. Wenn wir zwei Pfähle haben, sind wir da nicht so schwojeabhängig wie bei der normalen Ankerung. Hier drüben finden wir dann auch noch unsere Feuerschale. Wer aufmerksam geschaut hat, wir hatten ja Feuerholz, Ascheeimer, was fehlt noch? Feuerschale, die ist hier mit Drahtbürste und vor allem auch mit Grillrost. Also wir können dann auf der Glut grillen. Das ist doch mal ganz schön. Steuerstand mal aus dieser Perspektive hier. Und was ist dabei? Noch der Klapptisch, zwei Stühle dazu, Feuerholz. Und schaut mal hier, das finde ich doch gut ausgestattet. Grillanzünder, Anmachholz und Feuerholz, alles dabei. Hinterm Steuerstand sehen wir hier auch noch den Bootshaken. Der hat hier seine Vorrichtung, wo er arretiert ist. Also der kann nicht durch die Gegend fliegen. Und am Ende dann auch, jetzt nicht von der Badeplattform am Heck, wie wir das ja bei klassischen Booten haben, sondern hier am Bug die Badeleiter. Mit Benzel hier arretiert, aber ihr seht es, ne? Also Teleskop-Badeleiter, vier Sprossen, ausfahrbar, zack, geht die ins Wasser. Willkommen im Ferienhaus, würde ich mal sagen. Und so ist ja auch das Konzept von Bumbo, Bungalow-Boote auf einem Katamaran-Ponton gebaut, mit sehr geringem Tiefgang, von daher sehr flexibel im Gewässer einsetzbar. Und sehr übersichtlich und rustikal gemütlich eingerichtet. Hier haben wir zwei Kabinen, Achtern. Eine an Steuerbord, eine an Backbord. Sind im Prinzip beide gegengleich. Rollos zur Verdunklung. Leseleuchte in der Ecke. Stauraum als Regalfläche, offene Hängegarderobe. Gleich hier neben die Küchenzeile, Pantry nennen wir die hier auf dem Boot. Einmal hier, Kühlschrank, ist jetzt nicht arretiert, also wenn wir ihn denn so nehmen, ne, dann ist er arretiert. So, schauen wir mal rein, ja, mit kleinem Gefrierfach auch dabei. Küchenutensilien. Stauraum als Regal. Hier ein ganz nettes Detail, Bullauge. Was ihr dahinter seht, ist jetzt das nächste Bumbo. Es ist jetzt hier keine Mauerliegeplatz oder so. Ne? Unterhalb des Bullauges haben wir ja den Herd hier. Also insofern ist das eine ganz schöne Sache. Als Dunstabzug natürlicher. Mit Mückenschutz drin. Wichtig. Töpfe, Pfannen und auf der anderen Seite Teller, Nudelsieb, alles an Bord. Gleich neben der Küchenzeile haben wir hier den Wandler. Das ist dann auch unsere Steckdose, wenn wir 230 Volt ohne Landstrom brauchen. Da können wir dann im begrenzten Maße diese Steckdose nutzen. Wenn die zwei Kabinen nicht reichen, haben wir hier im Salon noch ein Schlafsofa, das wir nutzen können. Und oberhalb des Schlafsofas dann entsprechend nochmal Stauraum. Vorhin habe ich euch ja gesagt, dass dieses Schiff natürlich auch ein Schallsignal geben kann. Wir haben hier keine elektrisch oder pneumatisch betriebene Hupe an Bord, aber es ist natürlich Sicherheitsvorschrift, dass man ein Schallsignal geben kann. Und Bumbo hat das ganz traditionell gelöst mit einem Horn oder einer Tute, die ihr hier in der Kiste findet. Ihr seht hier, ne, einfach reinblasen. Und das mache ich jetzt nicht, aber dann gibt es ein Schallsignal. Also auch das ist an Bord bei einem Bumbo. Neben dem Sofa dann unsere Nasszelle.
oder auch Badezimmer. Kleiner Blick rein. Schiffstoilette. Dusche. Oh ja, geräumige Dusche. Das war das Bumbo 1060. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal. Ja, sagt es auf jeden Fall weiter und aktiviert die Glocke. Wenn Fragen oder Kommentare sind, einfach unten eintragen. Ich antworte so schnell ich kann. Auf bald! Euer Hausboot Profi Frank. Tschüss!